Herzlich willkommen zum Business Talk am Kudamm. Mein Name ist Manuela Diehl. Mein heutiger Gast ist der Immobilienunternehmer Herr Muzzi. Herr Muzzi ist seit 1992 sehr erfolgreich als Immobilienunternehmer hier am Berliner Markt tätig. Unser Thema heute sind Anlageimmobilien in großen Metropolen wie Berlin. Guten Tag, Herr Muzzi. Guten Tag. Schön, dass Sie bei uns sind. Unser heutiges Thema, über das wir sprechen möchten, sind Immobilien als Kapitalanlage, besonders in Metropolen wie Berlin zum Beispiel. Und zunächst kurz etwas über Ihr Unternehmen. Sie sind seit 1992 sehr erfolgreich am Berliner Immobilienmarkt tätig. Sie vermieten, verkaufen und finanzieren Immobilien, sowohl in Berlin als auch deutschlandweit und sogar international. 2007 kam dann noch eine Hausverwaltung dazu mit Facility Management. Und da stellt sich mir die Frage, haben Sie bei Ihrer Arbeit spezielle Schwerpunkte? Wo liegen die? Na, die Schwerpunkte sind derzeit also der Bereich Verkauf, Investments. Und bis zum Jahre 2015 war das ja so, da war das aufgeteilt, also 50% Vermietung und 50% Verkauf von Immobilien, also Berlin-Brandenburg. Und seit ungefähr 4-5 Jahren machen wir das bundesweit, also im Bereich Verkauf, Investment. Mhm. Ja, und ansonsten Schwerpunkt ist trotzdem Berlin-Brandenburg halt. Ne? Und Verkauf. Da und Verkauf, ja, genau. Und Sie bieten ja ganz unterschiedliche Objekte an, also sowohl für Eigentumswohnungen, für Selbstnutzer oder auch für Kapitalanleger, auch Gewerbe. Richtig. Und auch die Villa im Grün. Ja. Wie hat man sich da Ihr Team vorzustellen? Also wie viele Personen sind dabei und sind das Experten jeweils? Ja, also unser Team setzt zusammen von ungefähr 10-12 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Darunter ist es eine Mischung, Immobilienkaufleute, Fachwirte dabei und auch einige, die jetzt dann mal bei uns die Immobilienwirtschaft studiert haben oder Management studiert haben, die bei uns eine Praktikum gemacht haben, die kommen teilweise nach 1-2 Jahren wieder, steigen in den Bereich Immobilienverkauf oder Investments halt. Ja, momentan ist es so, dass eben nur 2 Mitarbeiter leider seit jetzt 5 Jahren Vermietung machen. Weil Vermietung ist ja bei uns mit dem Bestellerprinzip abgestürzt. Also von ich sag mal, 100, 120 Mieteinheiten im Monat machen wir jetzt nur noch 10% des Umsatzes mit Vermietung. 90% ist Verkauf. Und Verkauf heißt Berlin-Brandenburg. Und vor 4-5 Jahren haben wir gegengesteuert. Wir wussten, was mit dem Bestellerprinzip kommen wird. Da habe ich dann rechtzeitig gegengesteuert, indem ich dann praktisch das Geschäft, den Bereich Immobilienverkauf ausgebreitet habe auf bundesweit. Ja. Schwerpunkte dann praktisch nicht nur Berlin-Brandenburg, sondern auch Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, NRW, Nordrhein-Westfalen bis zum Bayern, Hamburg. Das haben wir dazu genommen. Und zudem kam noch, dass wir noch einige Kooperationen haben mit Bauträgern und Vertriebsobjekten im Ausland, wie USA, Zypern, Türkei, Spanien zum Beispiel. Mhm. Also geballtes Fachwissen kommt da zusammen. Ja, oder? Muss sein. Ja, die Nachfrage ist da. Ja. Ja, wir wollen ja kundengerecht oder Kunden, ich sag mal, als Dienstleister kundenoptimal arbeiten und die Kunden sind halt da, die das gefragt haben, diese Bereiche bedienen lassen wollten. Wir haben es dann angepackt. Ne? Mhm. Ja. Und die Nachfrage ist da, sagen Sie. Und das ist ja wohl besonders in Berlin jetzt auch eine Schwierigkeit. Der Berliner Markt gilt sowieso nicht als einfach und also da, wie finden Sie da Verkaufsobjekte? Also man sagt doch, es sei alles leergefegt. Wie kommen Sie eigentlich? Nein, es ist so. Also erstens machen wir seit Ende 1993 war wir vermieten dabei bis 2015. Das sind langjährig gewachsene Strukturen. Also es sind praktisch Hausverwalter, Hauseigentümer, die uns seit 20, 25 Jahren in Anspruch nehmen in Sachen Vermietung. Die kommen hier heute nur noch 10% leider zu uns und 90% vermieten da alleine. Ja, also privat über die Vormieter, Nachmietergeschichte und so. Und im Verkauf ist es ja so, das sind halt Hauseigentümer, die dann mal auch schon Häuser hatten, vor 10, 15 Jahren, die teilweise aufgeteilt waren. Die verkaufen auch mal einzelne Häuser oder lassen diese aufgeteilten Objekte im Einzelverkauf veräußern, weil die Preise sind ja jedes Jahr gestiegen.
Und die anderen sind wiederum Investoren, die also jetzt Vermögen haben, die in Deutschland wirtschaften, die dann das Geld anlegen wollen. Darunter sind Anleger, wie eben Leute, die dann halt eben die Aufteile als Einzelwohnungen verkaufen. Und in diesem Bereich Einzelwohnungen gibt es wieder zwei Schichten von Kunden, das heißt Selbstnutzer wie Anleger. Mhm. Die Anleger kaufen Objekte, weil momentan sie so günstig sind und wollen dann später wiederum für den Bereich, im Bereich Rentenalter für sie selbst nutzen. Die anderen sind wiederum die Rendite erwirtschaften wollen. Die Banken zahlen ja nichts mehr. Ja, schon, aber es stellt, also zumindest in Berlin stellt sich doch die Frage, ob sich der Kauf einer Immobilie überhaupt noch lohnt. Also der Zuzug in die Metropole hält an, sprich die Nachfrage, aber die Preise sind natürlich auch entsprechend hoch. Und also das. Na, ich denke, auf dem Markt findet man noch für jeden Geldbeutel etwas. Das heißt, wir haben auch schon Wohnungen verkauft, jetzt hier auch heute noch der Fall. Ab 1.800 Euro pro Quadratmeter mit 2,2, 2,5. Die Spitzenpreise liegen eben bei über 6.000, 7.000 Euro, also für eine Luxusimmobilie, klar. Da gibt es zum Beispiel jetzt auch noch die Möglichkeiten, also jetzt auch später noch die Preise so, ob die gestiegen sind, wurde praktisch die Anleger und die nachfragenden Kunden, so habe ich den Ding verpasst, gut, wo dann bis 20.000, 25.000 Euro pro Quadrat gezahlt werden sollen, weil wir haben auch schon Baugrundstücksanfragen, Angebote bekommen im Bereich Mitte, wo dann der Eigentümer gesagt hat, wenn sie dafür einen Investor haben, wir haben jetzt schon ungefähr 20% Kaufinteressenten, die bereit sind, Kaufpreise zu bezahlen, bis zu 25.000 Euro pro Quadratmeter. Also in dem Fall, Sie kaufen ein Grundstück, bieten es einem Investor, einem Entwickler an, ja. Der erstellt die Immobilie, die dann zum Abverkauf. Richtig, der Entwickler Bauträger, entwickelt das ganze Ding, also der Architekt, und dann wird das nochmal dann auf dem Markt angeboten an einen Investor, der dieses Grundstück als Wohnprojekt erwerben kann und das dann halt bauen tut, ne? Und dann hinterher nach dem Bauen entweder für den Bestand behält oder eben das abverkauft als Eigentumswohnung. Mhm. Und wie schätzen Sie so allgemein die Lage in Berlin ein und auch so, wie wird sich das zukünftig in den nächsten Jahren Ihrer Meinung nach entwickeln? Also solange wie die Zinsen niedrig liegen, solange wie auf dem Markt keine Unruhen gibt, das heißt wirtschaftliche Unruhen meine ich jetzt, so mit USA, ständige technische Drohung gegen irgendwelche andere Länder und so. Also wenn das Ganze ruhig bleibt, solange wird das auch, ich sag mal, in dieser Richtung auch steigen, auch die Preise werden steigen, die Grundstückpreise werden steigen, auch die Suchenden werden mit Sicherheit noch dazu zunehmen. Aber wenn die Zinsen steigen sollten, ja, auch nach und nach, und wenn eine wirtschaftliche Störung auftreten sollte, also mit irgendwelchen Unruhen, wenn der Markt dann anfängt, ich sag mal, zu stocken, dann kommt wahrscheinlich diese berühmte die Befürchtung von vielen, der Immobilienboom wird platzen, das wird dann auch so dazu kommen. Wenn die Leute nicht mehr kaufen, nicht mehr dann sich trauen, irgendwo Geld anzulegen, wenn die Banken die Darlehen oder eben die Finanzierung nicht mehr so herausgeben, dann haben wir ein Problem hier. Mhm. Ja? Also diese berühmte Immobilienblase, die dann... Richtig, die kann dann kommen, ja. Mhm. Richtig. Und also, was würden Sie empfehlen? Ist jetzt die Zeit zum Kaufen? Also mit Sicherheit ja. Schauen Sie, die Leute haben doch, ich sag mal immer wieder, auch momentan jetzt jährlich immer weniger Rentenerwartung. Und viele Jugendliche werden jedes Jahr oder eben alle paar Jahre mehr belastet durch die Politik. Das heißt, die müssen immer überall tief in die Tasche greifen und wenn Preise auch hier und dort steigen und die Inflation ist zwar momentan niedrig, mag ja sein, aber die Mieten steigen doch und die anderen Geschichten steigen ja auch. Und wenn dann eben die Leute sich Wohnraum in diesem normalen, also die normalen Durchschnittsverdiener nicht mehr leisten können mit 5, 6, 7 Euro pro Quadratmeter, dann bleibt ihnen nicht anders übrig, als jetzt zu investieren, in der Niedrigzinsphase sich Wohnraum zu sichern, zu schaffen, solange wie es noch einigermaßen bezahlbar ist, ja, für die nächsten 10, 20, 30 Jahren die Immobilie zu bewohnen und abzuzahlen, das ganze Ding,
dann hat man, wenn man später in 20, 25 Jahren jetzt als Rentner dasteht, mit einer niedrigen Rente dasteht, dann halt die Miete für sich einsparen kann, somit seinen Lebensunterhalt nur einigermaßen also auf diesem Level halten kann, so wie heute die Rentner, die also eigentlich noch relativ gute Renteneinkommen haben. Ne? Also Sie empfehlen das für die, also der Kauf Fall. Einer Immobilie Fall. Sowohl für Selbstnutzer, ja, sprich als Altersvorsorge. Genau. Sie empfehlen es aber auch genau. als richtig. Kapitalanlage. Genau so ist es, genau. Ja, dann gut, also da sind gute Renditeaussichten. Ja, also momentan ist es ja so, ja. Für eine schlecht vermietete Wohnung kriegen Sie eine Rendite schon, weiß ich nicht, Minimum 1,8 bis hier 2,4, aber im oberen Level sind die Renditen höher, da gibt es auch schon Renditen um die 5-6%. In Berlin sind die Renditen bei solchen vermieteten Wohnungen sind noch teilweise durch den ganzen Milieuschutz, ich sag mal, in den Bereichen, wo noch, also halt noch Mieter drin sind, die die letzten 30 Jahre gewohnt haben, wo der Eigentümer teilweise jetzt das Mieten erhöht hat, weil er sehr sozial eingestellt war, dann verkauft er irgendwann das Haus oder eben überlässt er den Erben, ja, wenn er verstorben ist, die Erben kommen dann auf die Idee, doch verkaufen zu wollen, dann sind die Mieten noch sehr niedrig, die kann man ja auf einmal so nicht jetzt erhöhen durch diese Modernisierungsmaßnahmen, ist es zwar möglich mit dieser 11%, jetzt demnächst wahrscheinlich 8% die Umlage, aber die Investoren, die Rendite erwirtschaften wollen, ne, die gehen ja momentan teilweise, auch die großen Firmen, wie jetzt will ich keinen Namen nennen, keine Werbung machen, aber zum Beispiel die hier auch Wohnanlagen gekauft haben, 40 Millionen, 60 Millionen, die tun ja teilweise auch nur abwandern, weil sie eine höhere Rendite erwirtschaften wollen, weil sie in Berlin keine Objekte mehr bekommen mit ich sag mal, 18-fache oder 22-fache oder 25-fache. Die gehen eben halt Richtung Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und kaufen dort Objekte, wo sie 7, 8, 9% Rendite erwirtschaften können, ja, für 14-fache, für 15-fache, 16-fache. So, da werden praktisch auch Gelder investiert ab 1, 2 Millionen bis 100 Millionen. Richtig. Ja, Herr Mutzi, dann fasse ich das kurz zusammen. Sie empfehlen auf jeden Fall den Kauf einer Immobilie, sowohl als Renditeobjekt als auch für Selbstnutzer, auch in Metropolen wie Berlin. Das gilt für die nächsten Jahre zumindest. Also mit Sicherheit, ja. Solange die Zinsen niedrig sind und in der Niedrigzinsphase kann man wirklich nur investieren in die, also für Anleger wie Selbstnutzer, weil die Mieten werden ja so nicht bleiben, die werden mit Sicherheit die nächsten Jahre noch steigen. Grundstücke sind knapp in der Metropole wie Berlin sowieso. Deswegen sollen ja auch hier Lückenbebauung oder Dachgeschosse und andere Geschichten, also andere Bereiche, aufgestockt werden. Aber die Politik macht das dem Investoren ja auch nicht leichter, weil die tun ja jetzt täglich debattieren über Milieuschutz und Ähnliches mit Mieten einfrieren, Mietpreisbremse und ja, die Mietspiegel soll auch eingefroren werden, die nächsten 5 Jahre haben einige gefordert. So, und durch die hohen Grundstückspreise und die Baukosten, die dazukommen, die jetzt ja steigen, wird das Bauen nicht günstiger, sondern teurer. So, das heißt, wenn die eine bestimmte Rendite oder, ja, klar ist das Rendite, nicht erwirtschaften können, dann ist das für einen Privatanleger uninteressant. Dann legen die das Geld dort an, wo es möglich ist, indem sie praktisch günstiges Bauland bekommen. Das ist momentan schon der Fall im Bereich Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, wo man eine höhere Rendite erwirtschaften kann. Aber derjenige, der jetzt vorhat, später im Rentenalter auch, ich sag mal, besser und ruhiger leben zu können, sollte seinen Überschuss nicht verpulvern, sondern investieren, eine günstige Zinsdarlehen sich von der Bank holen oder von seiner Bausparkasse oder wie auch immer, dann wird eben die Wohnung in den nächsten 20, 25 Jahren abbezahlt. Und wenn ich dann eines Tages eine Rentenerwartung habe von 700 oder 1200 oder 1500 oder 2000 Euro, dann kommt mir das zugute. Ja, dann habe ich diese Mietbelastung nicht, habe nur dieses Wohngeld, das berühmte eben, die Nebenkosten, die ich zu zahlen habe. Mhm. Und dann lebe ich einfach besser. Das heißt, ich kann es momentan empfehlen. Wir haben seit 10 Jahren eine Niedrigzinsphase. Ich glaube nicht, dass das noch 10 Jahre länger anhalten wird. Eine Zinssteigerung wird kommen. Ja? Mhm. Und wenn irgendeine Weltkrise noch dazu kommt und die, ich sag mal, die Preise explodieren oder eben dann die Bauerei aufhört, dann kann man auch sowas nicht mehr leisten. Ne?
Weil wir hatten ja schon mal eine höhere Zinsphase mit 8-9% in Deutschland. Ja, ja, also damals in den 80er Jahren oder so. Da hat man ja auch sogar, glaube ich, für den Zins da irgendwie 12 oder 15 Euro, 15% zahlen müssen. Ja. Das wird wahrscheinlich so schnell so schlimm kommen, aber es kann irgendwann doch anders kommen. Was ist denn dann? Ja. Also jetzt ein guter Zeitpunkt. Wenn ich heute 25, 30 oder 26 bin, soll ich machen. Wenn ich das jetzt nicht mache, ist der Zug abgefahren, dann ist irgendwann mit 40, 50, dann ist es vorbei. Dann kann ich nicht mehr zurückdrehen. Ne? Ja, ja, das ganze Ding. Ja, ja. Aber auch die Aussichten auf dem Markt sind jetzt erstmal gut und wie es in Zukunft wird, kann man halt schwer einschätzen, weil das eben auch von der weltpolitischen Lage letztendlich abhängt. Ja, und oder deshalb, von unseren Politikern. Ne? Man weiß nicht, was für Ideen kommen. Ne? Weil wir sehen doch hier jeden Tag im Fernsehen die Grünen und Co., die fordern jeden Tag irgendwas anderes. Ja, wir haben es ja erlebt im Maklerbereich, im Bestellerprinzip. Ja, und die Erhöhung vom Mehrwertsteuer, die kann ja kommen. Ja, also die, denke mal, von 19 aus 22. Wenn die irgendwas finanzieren müssen, dann gibt es dann auch neue Ideen. Ja, nach dem Motto, wir erhöhen jetzt die Spritsteuer, Benzinsteuer, Mehrwertsteuer und andere Abgaben halt. Und das ist gefährlich. Ne? Also ich kann dann nur jeden empfehlen und raten, auch meinen eigenen Kindern, wenn die finanzielle Situation das hergibt, irgendwo mit der Rossbank, mit einer vernünftigen Finanzierung, irgendeine Immobilie, die es passt, auch im Bereich Rentenalter, kaufen und finanzieren. Gleich anfangen damit. Richtig, genau so ist es. Ja, dann bedanke ich mich für das sehr informative Gespräch, Herr Mozzi. Herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg für Sie. Dankeschön.